Hallo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht ins neue Jahr. Und ich dachte mir gleich, wir haben ein neues Jahr, deswegen teste ich heute mal 4 neue Lieferservices in München. Und wir checken mal hier den neuen Stuff aus, die neuen Trends und schauen mal, was die neuen Lieferservices alles so drauf haben. Also Freunde, viel Spaß beim Video. Und zwar habe ich mir jetzt hier gleich mal meinen schlauen Laptop geholt. Es gibt ja mehrere Lieferdienste, aber so die bekanntesten sind eigentlich Volt und Lieferando. Und zwar habe ich mir jetzt auch schon 2 Lieferdienste bei Volt direkt rausgesucht. Und zwar haben wir hier einmal One Nation München Pavillon. Für ein gesundes und leckeres Essen bist du hier richtig. Und das sieht schon mal sehr wild aus. Die haben nämlich Superfood Bowls und sogar Smoothie Bowls. Und meiner Meinung nach ist es super selten, dass man Smoothie Bowls bestellen kann, weil das nicht so einfach zum Verpacken ist. Und ich bin auch wirklich gespannt, wie die das Ganze dann liefern werden. Also die haben hier sehr, sehr wilde Sachen. Und da würde ich sagen, bestelle ich mir auf jeden Fall Smoothie Bowl. Die haben sogar vegane Proteinshakes, Leute. Frisch gepresste Säfte. Also mega perfekt, weil ich finde eigentlich, die meisten Lieferdienste haben halt eher so diese Standardsachen, so thailändisch, indisch, Pizza, Pasta, italienisch, Burger, sowas. Also nicht jetzt wirklich so gesunde, geile Sachen. Und ich dachte mir, im neuen Jahr fangen wir jetzt mal ein bisschen gesünder an. So, Freunde der Sonne. Und hier ist jetzt auch schon meine Bestellung mit der Smoothie Bowl von One Nation München. Wir haben hier einmal einen schönen Erdbeer-Protein-Shake, einen veganen Erdbeer-Protein-Shake. Und dann haben wir hier einmal eine schöne Smoothie Bowl. Ich finde, die haben das richtig gut gelöst mit dieser Smoothie Bowl, wie sie das Ganze hier liefern. Das sieht auf jeden Fall trotz Lieferung noch mega appetitlich aus und super schön. Wir haben hier einmal Acai-Beeren, dann haben wir Kokosnussraspeln, dann haben wir hier so ein bisschen Mango und ich glaube noch irgendeine andere Frucht. Sieht mir aus wie Ananas. Und dann haben wir hier nochmal ein bisschen Granola. Und das Ganze natürlich mit blauem Spirulina. Und es ist tatsächlich noch eine schöne Konsistenz, also schön eismäßig, ist es nicht geschmolzen. Es ist sehr eisig. Ich glaube, Ayu will auch eine Smoothie Bowl. Willst du auch eine Smoothie Bowl? Also da bin ich jetzt wirklich positiv überrascht, weil ich hätte nicht gedacht, dass es möglich ist, eine Smoothie Bowl zu liefern, die noch so kühl und ja, einfach noch nicht geschmolzen ist. Schmeckt auch wirklich lecker und vor allem für Münchner Verhältnisse ist das hier wirklich was sehr Exotisches, weil bei uns in München, da gibt es eigentlich nicht so fancy, coole Lieferdienste, sondern eher so normale Sachen. Also ich weiß, dass es in Hamburg sehr coole Restaurants gibt und auch in Köln, also einfach so Street Food oder so Food Trucks und so. Und jetzt probieren wir mal hier diesen veganen Proteinshake mit Erdbeergeschmack. Schmeckt auch sehr lecker. Der ist so ähnlich wie so ein Slushy, glaube ich, nennen die sich. Also ist auch so ein bisschen eisartig, sehr kühl. Man schmeckt auf jeden Fall so ein bisschen das Proteinpulver raus, also dieses vegane Proteinpulver ist ja immer so ein bisschen sandig, das schmeckt man ein bisschen raus, aber es ist trotzdem ganz gut gelungen und ja, im Großen und Ganzen ein sehr gesundes Frühstück, Brunch, Lunch, wie auch immer und da werde ich mir jetzt hier noch ein bisschen was gönnen von dieser Smoothie Bowl. Hm? Willst du auch? Nope. Und dann habe ich mir noch was anderes rausgesucht. Daily Dose, Pinsa Bowls und Healthy Bites. Und die haben hier so Pinsa. Also Pinsa, das sieht so ein bisschen aus wie eine Pizza. Ich glaube nur ohne Tomatensauce. Also eigentlich ein bisschen so wie ein Fladenbrot. Und da haben die auch was sehr Wildes. Und zwar was mit Bianco-Creme, Ziegenkäse, Birne, Walnüsse, Thymian und Honig. Und sowas liebe ich immer mega. Sowas mit Ziegenkäse und Honig. Oh, sehr, sehr lecker. Da würde ich sagen, da bestellen wir auch was. Und Flammkuchen haben die sogar auch. Aber der ist leider nicht vegetarisch. Und jetzt bin ich mal gespannt, wann auch schon gleich die... Oh, wenn man vom Teufel spricht, es kommt die zweite Lieferung. Und hiermit darf ich euch auch unseren smarten Haushaltshelfer vorstellen. Und zwar den Roborock S7. Das ist nämlich ein Staubsauger und Wischroboter. Der hilft uns jetzt schon seit ein paar Wochen hier im Haushalt. Ihr wisst ja, mit 2 Hunden ist es immer ein bisschen dreckig. Und da bin ich wirklich sehr, sehr froh, dass wir dieses Ding haben. Weil der Roborock hat nämlich einen intelligenten Mob. Das heißt, durch Ultraschalltechnologie kann er ganz genau erkennen, wo ein Teppich ist und wo kein Teppich ist. Und wenn ihr den Roborock dann einschaltet
und der den Boden saugt und wischt, erkennt er automatisch, ob da ein Teppich ist und hebt dann den Wischmopp ein bisschen nach oben an, dass quasi euer Teppich nicht mitgewischt wird. Das heißt, der Teppich wird einfach nur gesaugt und der Boden wird dann wieder gesaugt und gewischt. Das ist super, super praktisch. Dann hat der Roborock auch einen Kartenspeicherungsmodus. Das heißt, er scannt genau den ganzen Raum ab, weiß, wo er hinfahren soll, weiß, wo er nicht hinfahren soll und reinigt dann die ganzen Räume, was auch super praktisch ist. Man muss dann einfach einmal nur durchlaufen lassen, dann scannt er alles ab und dann weiß er immer, wo quasi seine Routine ist und wo er alles sauber machen muss. Und dann kommt noch das Allercoolste. Sobald der Roborock fertig ist, fährt er einfach zurück wieder auf seine Ladestation und ihr braucht auch keine Staubsaugerbeutel, weil es eine Absaugstation gibt. Das heißt, der Roborock geht einfach auf die Ladestation und der ganze Schmutz, der dann da drin ist, der wird automatisch von der Absaugstation abgesaugt. Das heißt, ihr müsst euch nicht irgendwie um irgendwelche Beutel kümmern. Ihr könnt es dann ganz einfach entleeren und ja, fertig ist die Reinigung. Ich liebe dieses Teil wirklich. Ich finde das so praktisch und er kann anscheinend auch Essen bringen. Und hier ist jetzt auch schon meine Bestellung von Daily Dose. Und wisst ihr, was sie mir gesagt haben? Die haben mir tatsächlich gesagt, dass das ihre allererste Volt-Bestellung ist. Das heißt, ich fühle mich sehr geehrt. Also dieser Lieferdienst ist komplett neu. Ich war anscheinend die erste Volt-Kundin. Ich habe auch gestern schon geguckt auf Volt und da waren die tatsächlich noch nicht da. Das heißt, heute erster Tag bei Volt. Und gleich hier im YouTube-Video am Start. So, wir haben jetzt hier ein Pinser. Pinser nennt sich das Ganze. Das ist im Endeffekt wie ein Fladenbrot. Für mich persönlich sieht es aus wie eine Mischung aus einer Pizza und einem Fladenbrot. Und wir haben hier schön Birnen drauf, wir haben Walnüsse drauf und Ziegenkäse. Und da werde ich jetzt einfach mal so mir das Ganze gönnen hier. Und gleich mal reinbeißen. Sieht auf jeden Fall sehr knusprig, kross und lecker aus. So wie ich das mag. Ich mag das immer gerne, wenn diese Pizza schon so halb verbrannt ist. Ich weiß, es ist nicht ganz gesund, aber ich liebe einfach diese Röstaromen. Mm. Mm. Mir ist da gerade schon ein bisschen Honig entgegengekommen und da fahre ich wirklich ganz drauf ab. Gib gut Acht auf sein Bäuchlein. Auf Honig in Kombination mit Ziegenkäse. Mm. Das schmeckt wirklich köstlich. Schaut euch das mal an. Einfach mal hier im Ganzen schön essen. Ja, hallo. Die Birnen sind auch hauchdünn geschnitten und auf jeden Fall gut reif. Also die sind nicht zu hart oder so, was jetzt nicht so geil, glaube ich, kommen würde. Mm. Ich glaube, für meinen Geschmack hätte man es wirklich nicht besser machen können. Und das Ganze werde ich jetzt noch später ein bisschen gönnen. Vielleicht teile ich auch mit Julian. Ich glaube, der hat da auch Bock drauf. Und jetzt gibt es zur Erfrischung noch einen Honest Iced Tea, ein Bio-Tee in der Geschmacksrichtung Himbeere, Basilikum mit wenigen Kalorien. So sieht das Ganze hier aus. Ich habe schon mal ein Schlückchen probiert und Basilikum, da bin ich auch immer ganz scharf drauf. Ich liebe Basilikum. Ja, der ist wirklich schön natürlich, nicht zu süß und wie gesagt, hat wenig Kalorien, ist wahrscheinlich auch gar kein Zucker oder sowas beigesetzt. Also ein natürlicher, veganer, lecker Tee. Also bis jetzt, muss ich sagen, habe ich wirklich komplett ins Schwarze getroffen und richtig krass Glück gehabt mit den ersten beiden Lieferservices. Und bei diesem zweiten hier werde ich auf jeden Fall öfter vorbeischauen, weil die hatten echt noch coole andere Sachen auf der Karte. Der erste Lieferdienst auch. Also ich bin wirklich sehr happy mit den zwei Lieferdiensten, die ich heute hier neu entdeckt habe. So, als nächstes habe ich mir dann zwei Lieferdienste bei Lieferando rausgesucht. Und einmal haben wir hier den Lieferservice Maxim. Der ist zwar ganz neu, aber hat schon 34 Bewertungen, auch sehr gute Bewertungen. Und die haben halt Sushi, Pokeballs und als Nachspeise auch Mochi. Mochi Yuzu und Mochi Cocoa mit Kakaogeschmack und einmal mit Grüntee. Da werde ich mir auf jeden Fall auch was gönnen. Es ist auch immer ganz gut, wenn man bei Lieferdiensten bestellt, die nicht alles haben. Weil manche haben zum Beispiel Pizza, Pasta, Burger, Vietnamesisch, Sushi, alles Mögliche. Ich finde, es ist meistens besser, wenn man beim Lieferdienst bestellt, der sich auf eine Sache spezialisiert, weil dann ist diese Sache auch wirklich gut und das sieht hier bei diesem Laden ganz so aus. Deswegen, ja, würde ich sagen, bestellen wir einmal bei Maxim. So, Leute, und jetzt ist auch schon meine Bestellung von Maxim angekommen. Das Essen sieht auf jeden Fall soweit ganz gut aus. Also, was haben wir hier Schönes? Wir haben hier einmal Udon Tempura. Also Udon sind ja so Nudeln und Tempura ist frittiertes Gemüse oder irgendwelche anderen frittierten Sachen. Das heißt, es ist eine Suppe. Und wir haben das jetzt hier nochmal quasi diese Flüssigkeit für die Suppe separat geliefert, damit diese Nudeln halt nicht aufweichen, was sehr schlau ist. Oh, das duftet schon herrlich, kann ich nur sagen. So, was habe ich alles bestellt?
bestellt. Eine Apfelschorle habe ich bestellt. Dann habe ich als Nachspeise zwei Mochis bestellt. Einmal ein Mochi Green Tea, also grüner Tee, und einmal Yuzu. Ich weiß gerade nicht auswendig, was Yuzu ist, aber ich habe jetzt hier mal meinen schlauen Laptop. Und was ist Yuzu? Yuzu ist eine Pflanze. Wer hätte es gedacht? Okay, das ist so eine Zitrusfrucht. Ja, was haben wir dann hier? Dann haben wir ein bisschen Wasabi und natürlich auch Ingwer. Und dann habe ich einmal Philadelphia Maki bestellt. Die bestelle ich mir eigentlich immer. Das sind die mit Avocado und mit Frischkäse. Als Vegetarier gibt es leider nicht allzu viele Sushi-Sachen, die man essen kann. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt erstmal was essen, gibt es erstmal meine heißgeliebte Apfelschorle. Ich habe auch gestern auf Instagram so ein Q&A gemacht bezüglich meiner Ernährung. Und viele haben mich gefragt, warum ich keine Süßgetränke trinke. Und ja, ich mag es einfach nicht so gern und bin mir nicht so sicher, wie gesund Aspartam wirklich ist. Deswegen trinke ich, wenn ich mal so Zeugs trinke, eigentlich lieber so eine Apfelschorle oder frisch gepresste Säfte. Off-topic, aber hat anscheinend sehr viele interessiert. So. Dann haben wir jetzt dieses Tempura. Wird, glaube ich, ein bisschen schwer, das mit einer Gabel zu essen. Ich glaube, normalerweise isst man das auch mit so einem Löffel hier. Aber ich habe jetzt keinen Löffel und ich will jetzt mal nur das benutzen, was die mir mitgegeben haben. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Als Kind habe ich immer mir so Udon-Nudeln bestellt, wo ich mit meinen Eltern in der Stadt shoppen war. Und das erinnert mich sehr krass daran gerade. Weil sonst bestelle ich mir das eigentlich eher weniger. Jetzt versuche ich mal hier dieses Tempura da ein bisschen zu essen. Könnte sich schwierig gestalten. Mmh. Oh ja. Mmh. Dieses Tempura schmeckt Hammer. Es schmeckt auch irgendwie immer so ein bisschen zwiebelig. So ein bisschen nach Röstzwiebeln. Und ich liebe Röstzwiebeln einfach. Das hier hat mir auf jeden Fall sehr gut geschmeckt. Aber ich will jetzt auch noch die anderen Sachen schnell probieren. Und zwar haben wir hier einmal, wie gesagt, Philadelphia Sushi Maki. Ja, Philadelphia Rolls halt. Ich mache das dann immer so, ich mache eigentlich immer die Sojasauce hier oben drauf, wenn ich das geliefert bekomme. Man kann nie zu wenig Sojasauce haben, ich liebe Sojasauce. Und dann, Freunde der Sonne, manche Leute mixen ja den Wasabi mit der Sojasauce, aber so nicht. Normalerweise nimmt man hier ein bisschen von dem Wasabi und verteilt es hier oben drauf. Und auch nicht zu viel, sonst brennt's. Und dann natürlich nehme ich dann auch noch schön den Ingwer. Ich kann auch Sushi nur so essen. Ich kann Sushi auch nur mit diesen drei Sachen hier essen, sonst schmeckt es mir irgendwie nicht. Ich finde, sonst schmeckt es echt ein bisschen fad. Aber die Sushi Rolls hier sehen auf jeden Fall ganz stabil aus. Stabil. Also schön frisch knackig und nicht so zusammengeklebter Reis. Der Reis ist nice. Der Reis ist nämlich nicht zu klebrig und zu barzig, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich mag das gar nicht, wenn das Sushi schon so gefühlt 3 Tage gestanden ist und alles so verklebt ist und so weich und so ineinander. Der Reis hat echt noch ein bisschen einen guten Biss und sieht einfach gesund aus, sieht einfach lecker aus und schmeckt auch so. Und Sushi, muss ich sagen, ist auch top. Also wirklich, man merkt, dass es mega, mega frisch ist. Die Avocado ist auch nicht braun und die hat wirklich die perfekte Konsistenz, was auch super wichtig ist, finde ich. Ich bin echt positiv überrascht. Der Laden hat ja auch schon 27 Bewertungen und sehr, sehr gute Bewertungen. Also die Bewertungen sind auf jeden Fall nicht gekauft oder so. Und dann haben wir, oh mein Gott, was ist das denn für eine krasse Konsistenz von diesem Mochi? Oha, das fühlt sich richtig weich und fluffig an. Schaut euch mal diese Mochis hier an. Da läuft schon die Soße raus. Oha, ich habe noch nie so eine geile Mochi-Konsistenz gehabt. Vor allem, ich glaube, das ist kein Mochi-Eis. Schauen wir mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe noch nie Yuzu-Mochi probiert. Und hier ist wie so eine Frischkäsefüllung drin. Das schmeckt so, ja, so ein bisschen wie Zitrone, aber irgendwie noch mit Mandarine und Mango gemixt. Also es schmeckt echt sehr wild. Dann haben wir hier einmal grüner Tee. Oh mein Gott, diese Konsistenz ist so fluffig wie Wolken. Ich muss es euch jetzt mal noch näher zeigen. Oh mein Gott, also das sind fast die krassesten Mochis, die ich gegessen habe, die kein Mochi-Eis sind. Mochi-Eis, finde ich, schmeckt eigentlich immer geil. Da kann man nichts falsch machen. Aber wenn man so im Asialaden so normale Mochis oder so kauft, dann schmecken die meistens nicht so nice. Und die kleben jetzt voll an meinen Händen und gehen nicht mehr runter. Krass! Extrem krasse Mochis. Schade, dass Julian gerade nicht da ist. Also, Freunde, da werde ich mir jetzt mal schön hier gönnen. Und dann habe ich mir noch einen anderen Laden rausgesucht. Und zwar heißt der Culinary Heim Service. Und die haben afghanisches Essen. Hier habe ich auch sehr viele geile vegetarische Gerichte entdeckt. Auch mit Safran. So ein bisschen orientalisch
so ein bisschen orientalisch gewürzt und auf jeden Fall mal was anderes. Und die haben hier auch richtig coole Desserts. Und da will ich mir auch auf jeden Fall was bestellen. Afghanischer Safran-Kardamom-Pudding mit Pistazien, Mandeln und Bitterorangenschale. Das klingt doch mal sehr wild und sehr exotisch, was man nicht bei jedem Lieferdienst findet. Und eine andere Sache habe ich hier auch noch gesichtet. Und zwar haben die hier so vegetarische Chicken Wings. Auf jeden Fall würde ich sagen, da werden wir jetzt auch mal bestellen und schauen, was die so drauf haben. Auf geht's, ab geht's. So, Freundin, jetzt ist auch schon die Bestellung von Chapandas Kulinari. Schieß mich tot. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich kann die Sprache leider nicht. Und zwar haben wir hier bestellt. So, holen wir erstmal alles aus der Tüte raus. Ich habe hier einmal diese texanischen Wings bestellt. Die sind Wedgie. Wir haben ja auch so eine Salsa-Soße dabei. Hier habe ich ein bisschen Brot drin. Und jetzt schauen wir mal, was hier drin ist. Ich dachte eigentlich, ich habe drei Sachen bestellt. Ich dachte, ich habe eine Nachspeise noch bestellt. Hä? Okay, keine Ahnung. Was ist das jetzt? Sieht aus wie irgendwas mit Tomaten mäßig. Tomatensaft. Was steht hier jetzt drauf? Einmal vegetarisches Tex. Hä? Und einmal Borani Kado. Und Ferni. Okay, also das hier hat angeblich 6,90 Euro gekostet. Das sind aber echt ein bisschen andere Sachen. Ich habe was anderes bestellt. Ich habe doch auch eine Nachspeise bestellt. Egal. Wir machen jetzt einfach das Beste aus der Situation. Hier haben wir auf jeden Fall so ein Brot. Und das hier sieht mir ein bisschen aus wie... Ah, okay. Ich glaube, da sind irgendwie so eingelegte Sachen oder sowas drin. Schmeckt erstaunlicherweise interessant. Schmeckt nicht wie so eine typische Tomatensauce oder irgendwas, sondern so ein bisschen süßlich, honigmäßig. Ich glaube, da war auch Safran drin. Und ich liebe Safran. Safran ist ja ein mega teures Gewürz, aber super lecker. Ah, okay, jetzt sehe ich auch, was es ist. Das sind Kürbisteile, glaube ich. Das muss ich sagen, ist sehr geil gewürzt. Ist mal was anderes. Und nicht dieses typische italienische mediterrane Essen, sondern einfach so ein bisschen schön orientalisch angehaucht gewürzt. Das liebe ich. Ich bin gerade nur ein bisschen traurig, dass sie diese Nachspeise nicht geliefert haben. Also mir passiert das so oft bei Lieferdiensten, dass irgendwas nicht dabei ist und es ist schon viel zu spät. Egal. Das schmeckt so ein bisschen süßlich, aber auch scharf und tomatig und echt sehr interessant auf jeden Fall. Und jetzt haben wir hier noch diese texanischen Wings. Die sind auch mit Gemüse gefüllt. Und dann haben wir hier noch so eine Soße dazu. Schmeckt auch nicht mal schlecht. Erinnert mich ein bisschen an Frühlingsrollen, muss ich sagen. Ich weiß nicht wieso. Boah. Die Soße ist auf jeden Fall gut scharf. Hier mit zum Beispiel ein Pilz drin. Also im Großen und Ganzen muss ich wirklich sagen, ich habe jetzt schon zwei, dreimal afghanisch gegessen. Ich liebe afghanisch. Ich mag total gern auch israelisch. Und ich glaube, marokkanisch ist auch sehr, sehr wild. Ich war zwar noch in keinem der drei Länder, aber ja, in manche sollte man vielleicht auch lieber nicht fahren aktuell. Aber die Küche geht echt klar. Und es ist mal was anderes und nicht immer dieses italienisch Burger. Pizza, Pasta, das, was man sich einfach immer gönnt. Wie gesagt, das Ganze hat jetzt 16,90 Euro gekostet. Finde ich ein bisschen teuer. Ich glaube, dieses Brot hat 4,50 Euro gekostet, weil die irgendwas Falsches berechnet haben. Die haben nämlich meine Nachspeise vergessen, wie gesagt. Aber sonst fand ich das Essen sehr gut. Jetzt schaue ich mal, was ich noch finden kann als Nachspeise, weil ich brauche jetzt definitiv noch was Süßes, um das Ganze hier abzurunden. Als alternative Nachtischoption habe ich mir jetzt hier zwei kleine Pfläumchen geholt. Und dazu gibt es jetzt hier den No Way Bar von Rocca. Und zwar ist es ein veganer Proteinriegel in der Geschmacksrichtung White, Choco und Caramel. Und der ganze Riegel hat 12 Gramm Protein. Könnt ihr gerne mal ausprobieren. Den werde ich mir jetzt auf jeden Fall gönnen. Bei Rocca bekommt ihr immer über meinen Link ein gratis Rocca Exclusive dazu. Da könnt ihr also nochmal gerne zuschlagen. Und aktuell im Veganuary haben die auch krasse Sale-Aktionen auf Bundles. Und jetzt, Freunde, hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr macht euch einen schönen Tag. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Over and out!